Hallo und willkommen zum heutigen Video, bei dem es so ein bisschen über EMV, CE-Prüfung, so grob um dieses Thema geht. Und zwar wurde ich ja gebeten im letzten Livestream, dass ich doch bitte mal filmen mag, wenn ich das nächste Mal im EMV-Labor bin. Ja, und das war ich neulich und deswegen erzähle ich euch jetzt mal kurz ein bisschen was, warum und wieso und warum man eigentlich in ein EMV-Labor gehen muss. Ich bin gerade dabei, eine neue Platine zu bauen. Ein komplettes Produkt. Ich habe ja schon auf Kickstarter diesen Stick verkauft und da, wenn man jetzt ein fertiges Produkt verkauft im europäischen Raum, benötigt man natürlich das CE-Zeichen auf diesem Produkt drauf. Das CE-Zeichen kann man einfach draufkleben. Also ich als Firma, ich klebe CE drauf, Sache erledigt. Wenn ich leichtsinnig bin. Es gibt ein paar Richtlinien, die muss man einhalten. Diese Richtlinien sollte man tunlichst überprüfen und auch nachweisen können, dass man sie überprüft hat. Und die wichtigste dieser Richtlinien, also viele der Richtlinien sind abhängig von dem Gerät natürlich, ob man jetzt, keine Ahnung, eine Fräsmaschine baut oder einen Raketenwerfer oder einen Programmierstick, ist natürlich richtlinientechnisch ein Unterschied. Und eine Richtlinie gilt aber grundlegend immer, also eigentlich zwei Richtlinien bei Elektrogeräten. Die erste Richtlinie kennen wir alle, das beliebte bleifreie Löten. Also die ROHS-Richtlinie muss eingehalten werden. ROHS-Richtlinie 2011/65/EU. Das wäre quasi die, die man auf jeden Fall einhalten muss. Dann kommt noch eine wichtige Richtlinie, die bei allen Elektrogeräten notwendig ist, diese zu überprüfen. Und zwar die Richtlinie 2014/30/EU. Das ist die Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit. Da geht es darum, dass man A sicherstellt, dass das Gerät nicht kaputt geht, was auch immer, wenn irgendwelche Funkquellen auf das Gerät einwirken. Wenn man jetzt zum Beispiel neben einer Stromleitung wohnt und da irgendwie die Stromleitung den ganzen Tag britzelt oder wenn 2 Kilometer weiter ein Blitz einschlägt, dass das Ding nicht sofort kaputt geht und explodiert. Dann die Thematik, wenn ich jetzt einen Wollpulli anhabe im Winter und ich kuschel mich in diesen Wollpulli rein und fasse das Ding an, was ich da habe und ich kriege so einen elektrischen Schlag, wie man ja kennt, passiert da regelmäßig, dann darf das Ding natürlich auch nicht kaputt gehen. Oder wenn ich eine Fräsmaschine habe und ich ruppel dann mit meinem Wollpulli an der Fräsmaschine rum und die kriegt einen elektrischen Schlag, darf die natürlich nicht losfahren und mir den Kopf abfahren. Auch klar, das sind so Dinge, die da quasi so überprüft werden müssen. Und die gemeinste, böseste Sache, Punkt 3, das Ding darf nicht mehr wie von einer gesetzlichen Norm definiert abstrahlen. Auch eine klare Sache, wenn ich jetzt ein Elektrogerät in Betrieb nehme und das Ding strahlt, sage ich mal, bei 433 MHz ab und beim Nachbarn funktioniert dann die Wetterstation nicht mehr, habe ich ein Problem. Also ich grundlegend erstmal nicht, aber der Nachbar hat ein Problem, weil der Nachbar kann dann seine Wetterdaten nicht mehr auslesen. Und dann ruft der Nachbar die Bundesnetzagentur an und dann kommt die Bundesnetzagentur, guckt, oh, da strahlt ein Gerät und dann nimmt es das Gerät mit. Für einen Käufer, für einen Kunden erstmal doof, weil das Gerät weg ist. Wenn ich eine Fräsmaschine kaufe für 10.000 Euro und die Bundesnetzagentur nimmt mir die weg, bin ich traurig. Für die Firma noch blöder, die kriegt erstens eine dicke Strafe, zweitens müssen die das nacharbeiten, die kriegen einen Verkaufsstopp, ein riesen Drumrum. Deswegen, also man kann dieses CE-Zeichen einfach draufkleben, kein Problem, aber man soll es natürlich tunlichst überprüfen, dass man sich auch an die Normen hält. Danach gibt es eine Konformitätserklärung, die man jetzt sicher nicht lesen kann, weil es zu hell ist. Diese Konformitätserklärung muss dann beim Produkt dabei sein, also die muss zum Download zur Verfügung stehen, irgendwie sowas, also beilegen muss man es nicht, aber als Download oder so irgendwo zur Verfügung wäre gut, wenn sie wäre. Zusätzlich natürlich auch eine komplette Dokumentation über alle Vorgänge, Schaltpläne und so weiter. Braucht man natürlich auch. So, das vergisst man alles. Und jetzt fahre ich nach Rosenheim und guck mal im EMV-Labor an, was so eine Platine macht. Denn ich muss natürlich in einem EMV-Labor erstmal das testen lassen. Ich habe hier nicht die Möglichkeiten, das zertifiziert zu testen, denn man kriegt am Ende dann ja ein Messprotokoll und so und das Ganze geschieht in einem EMV, also in einer Messkammer, in einem EMV-Labor, in einer Messkammer und wie das Ganze aussieht, zeige ich euch jetzt. Nach einer kurzen Autofahrt bin ich auch schon im Labor. Das DUT, um gleich einen Fachbegriff zu verwenden, das Device Under Test, steht in einem definierten Abstand zur Messantenne auf einem Drehtisch.
Auf dem Boden zwischen Antenne und DUT befinden sich so komische abgeschnittene Schaumstoffspitzen. Diese sind mit einem sogenannten Absorbermaterial beschichtet, welches alle Funkquellen schluckt und nicht reflektiert. Aus diesem Grund nennt man so Messkammern auch Absorberkammern. Das dient dazu, dass sich Funkquellen nicht durch unerwünschte Reflexionen verstärken oder auslöschen könnten und somit die Messung verfälschen würden. Rechts im Bild kann man sehr gut die LogPer-Antenne, die logarithmisch-periodische Antenne, erkennen. Diese spezielle Antennenform kann sehr breitbandig Funkquellen empfangen. In diesem Fall ist sie vertikal polarisiert. Die Messung erfolgt dann sowohl vertikal als auch horizontal. Die Antenne kann dazu gedreht werden. Der gesamte restliche Raum ist ebenfalls mit Schaumstoffpyramiden mit Absorbermaterial ausgekleidet. Die Spitzen machen den Raum optisch unglaublich interessant und funktechnisch reflexionsfrei. Die Antenne empfängt nun alle Aussendungen des sich im Betrieb befindlichen DUT. Die Messung wird außerhalb des Raumes gestartet. Die Messung startet bei 30 MHz und läuft bis 1 GHz. Die rote Linie zeigt den gesetzlichen Maximalwert, die gelbe Linie ist der aktuell gemessene Wert. Bei der Messung ist viel Nervenkitzel dabei. Man weiß nie, in welche Richtung die gelbe Linie geht. Und sobald sie natürlich Richtung rote Linie klettert, wird es spannend. Das war auch schon die EMV-Messung. Jetzt geht's weiter mit ESD. Der Test ist bei vielen Entwicklern gefürchtet, denn man weiß vorher nie genau, wie die Platine auf 4000 Volt reagiert. In diesem Fall wird die Direktentladung getestet. Dabei werden Stromimpulse auf Teile der Platine geleitet. Das DUT darf dabei nicht kaputt gehen. Ob die Software neu starten darf, hängt stark von der Anwendung ab. Wenn zum Beispiel ein Gabelstapler neu startet und deshalb die Gabel auf den Boden kracht, ist es nicht in Ordnung. Wenn ein 3D-Drucker einfach aufhört zu drucken, ist es zwar ärgerlich, aber nicht gefährlich. Zu guter Letzt wird dann noch die Luftentladung getestet. Vielen Dank an das EMV-Kompetenzzentrum Schmitz in Rosenheim, dass ich dort filmen durfte. Der Link zum Labor ist in der Videobeschreibung. So, ich habe euch jetzt mal gezeigt, wie so eine Messung aussieht, was man so im EMV-Labor macht, wie in EMV-Labor und eine Messkammer aussieht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Nächste Woche geht's weiter. Und zwar habt ihr jetzt gesehen, wie man es misst. Nächste Woche schauen wir uns mal konkret an diesem Beispiel an. Wo kommt es überhaupt her? Wo kommen diese Störungen her? Wo kommen diese EMV-Probleme her? Und das Wichtigste, was kann man dagegen machen? Das seht ihr nächste Woche Samstag, 12 Uhr. Abonnieren nicht vergessen, damit ihr eine Nachricht kriegt, wenn das Video online geht. Bis nächste Woche. Ciao!